Die Wüsten der Welt gelten längst nicht mehr nur als nutzlos und lebensfeindlich. Die Sonne der Sahara soll Europas Wohlstand sichern. In den Wüsten kann man ungefähr das 300-fache dessen an Elektrizität erzeugen, was die Menschheit braucht. Wüstenstrom gilt als Chance im Kampf des Menschen gegen den Klimawandel. Der Schlüssel für Klimaschutz liegt darin, die CO2-Emissionen zu reduzieren. Und wie können wir es besser als mit einem Ausbau der erneuerbaren Energien? Doch Nordafrika befindet sich im Umbruch. Bedeuten die Unruhen das Aus der Vision? Das bedeutet, dass wir die Bemühungen um Desertec eigentlich noch steigern sollten. Mit einer neuen Technik, mit neuen Beschäftigungsmöglichkeiten, mit einer Zukunft sowohl im Bereich Technik als auch Wasser haben die jungen Menschen eine Perspektive. Die Sahara im Westen Marokkos. Das ganze Land blieb von den politischen Unruhen bisher weitgehend verschont. Hier in der Wüste herrschen oft über 50 Grad Celsius. Trotzdem arrangieren sich Nomaden schon seit Jahrhunderten mit den harschen Bedingungen. Auch wenn sie bisher nicht aufbegehren, wachsen mit den Plänen der Solarpioniere ihre Hoffnungen auf ein besseres Leben. 2010 war eines der heißesten Jahre in Marokko. In diesem Jahr gab es wegen der Hitze nur wenig Futter. Wenn aber jemand mit der Sonne Geld verdienen könnte, dann kämen Wohlstand und eine bessere Infrastruktur in die Wüste. Ausgerechnet hier, wo schon der kleinste Fehler das Ende bedeuten kann, gibt es Hoffnung für viele Menschen in Europa und Nordafrika. Die Idee dazu hatte der Hamburger Physiker Gerhard Knies bereits vor über 20 Jahren. Das war der Moment, als die Nachricht von dem Tschernobyl-Unfall bekannt wurde. Und da habe ich mir gesagt, müssen wir so dumm sein, die Energie so zu erzeugen, dass wir uns damit gefährden? Können wir das nicht besser machen? Und habe dann geschaut, wie viel Sonnenenergie kommt auf die Erde. Denn die Sonnenenergie hinterlässt keine negativen Nachwirkungen, wie das Kohlendioxid für den Treibhauseffekt und solche anderen Abgase bei den fossilen Brennstoffen. Und nach einer Viertelstunde war mir klar, da kommt 10.000 Mal so viel Energie an, wie wir Menschen verbrauchen. Also das müssten wir doch schaffen können. Doch die Industrienationen waren damals nicht bereit für Alternativen zur Kernenergie. Und gerade der Klimawandel schien für die Atomenergie mit ihrem geringen CO2-Ausstoß zu sprechen. Die Gefahr glaubte man beherrschen zu können. Erst die dramatischen Bilder aus Japan schienen ein Umdenken auf höchster Ebene zu bewirken. In Marokko aber griff man Knies Idee früh auf und begann schon zur Jahrtausendwende mit Planungen für ein Solarkraftwerk am nordwestlichen Sahara-Rand. Die treibende Kraft ist der deutsche Ingenieur Georg Brackmann. Die Wüste bietet genügend Plätze, um die ganze Welt mit Energie zu versorgen. Also rein vom Platz her und von der Einstrahlung. Und deswegen wird man immer genügend Plätze finden. Und ich hoffe, dass wir da noch einige Solarkraftwerke bauen werden. Das habe ich vor. Seit November 2010 ist die solarthermische Ushta am Netz. Es ist die erste dieser Art auf afrikanischem Boden. Geplant von deutschen Ingenieuren, hergestellt in Spanien und aufgebaut von marokkanischen Arbeitern. Sie erzeugt 20 Megawatt Strom, genug für zigtausende Haushalte. Zeit sind wir belächelt worden und jetzt werden Projekte gebaut und die sind erfolgreich und die funktionieren und das ist natürlich ein sehr schönes Gefühl. Die Technologie ist längst ausgereift. Sensorgesteuerte Parabolspiegel folgen der Sonne und bündeln das Licht. Die Strahlen erwärmen ein Spezialöl in einem Glasrohr auf 400 Grad. Seine Hitze bringt Wasser zum Kochen. Der Wasserdampf treibt Turbinen zur Stromerzeugung an.
produziert, denn die Hitze des Tages lässt sich in flüssigem Salz speichern. Ein zuverlässiges System, entwickelt in Deutschland. Der Großauftrag zum Bau der Module ging trotzdem an eine spanische Firma. In Nordafrika hinken deutsche Hersteller noch hinterher. Die Herausforderung ist, das Verständnis dafür zu schaffen, dass es sinnvoll ist, auch für Europa in Nordafrika zu investieren, um eben optimal gegen den Klimawandel vorzugehen. Weil dort erreiche ich mit jedem Euro in erneuerbare Energien die meiste Einsparung an CO2. Wenn Sie sich überlegen, dass wir auf Dauer als Menschen auf dieser Welt keine andere Chance haben, unseren Energiebedarf zu decken, als die Energie der Sonne umzusetzen in Strom, in nutzbare Energie, dann macht es natürlich am meisten Sinn, das dort zu machen, wo die Sonne stark scheint. Die Idee, den Wüstenstrom zu nutzen, ist an sich nicht neu. Sie ist gut 100 Jahre alt sogar. Aber es fehlte immer an dem entscheidenden Durchbruch. Es fehlte jemand, der die Interessen bündelt und der glaubwürdig auftreten kann und dann andere um sich schart, um diese Vision an die Realisierung heranzuführen. Das haben wir im Jahr 2009 aktiv gestartet. Der Versicherungsriese Munich Re rüttelt die deutsche Industrie wach. Das Unternehmen zahlt bei Naturkatastrophen und die nehmen zu. Physiker Peter Höppe analysiert das Phänomen seit Jahren. Wir haben durch unsere jahrzehntelange Beschäftigung mit wetterbedingten Naturkatastrophen gelernt, dass der Klimawandel eigentlich das größte Problem für die Menschheit in diesem Jahrhundert ist. Wir haben in den letzten Jahrzehnten immer mehr dieser wetterbedingten Naturkatastrophen und sie sind immer intensiver geworden. So haben wir zum Beispiel global gesehen etwa dreimal so viele schadenrelevante Überschwemmungsereignisse im Vergleich von 1980 und heute. Wirbelsturm Katrina aus dem Jahr 2005 ist die bisher teuerste wetterbedingte Naturkatastrophe. Ermittelter Schaden knapp 100 Milliarden Euro. Das Versicherungsgeschäft ist per se ein nachhaltiges Geschäft. Und das gilt ganz besonders für Rückversicherer, die Naturkatastrophen versichern. Und in diesem Kontext muss man sich mit dem Klima beschäftigen. Das machen auch wir seit gut 40 Jahren sehr intensiv. Und dann liegt es nahe, sich auch in eine Initiative zu engagieren, wie Desertec, die die Erzeugung von erneuerbaren Energie zum Schutz des Klimas befördern will. Die Versicherung führt unterschiedliche Unternehmen zusammen, darunter Industrieriesen wie Siemens, E.ON und RWE. Die Desertec-Industrieinitiative soll das Projekt Wüstenstrom voranbringen. Wir sind ziemlich spät. Viele denken, dass wir noch Jahre Zeit haben, etwas zu machen. Ich denke persönlich, dass wir jetzt sehr schnell etwas zeigen müssen, dass es echt funktionieren kann, weil sonst werden andere das übernehmen. Rund um das Mittelmeer könnten solarthermische Kraftwerke entstehen und Energie für Europa erzeugen. Der Strom von morgen käme aus Algerien, Tunesien, Libyen oder Ägypten. Länder, denen eine ungewisse Zukunft bevorsteht, würden zu wichtigen Energielieferanten werden. Natürlich ist das eine Gefahr, aber die Vorteile überwiegen, weil wir einfach die Abhängigkeit diversifizieren. Wir haben jetzt eben nicht nur die Ölabhängigkeit, sondern wir schaffen neue Möglichkeiten. Und unsere Möglichkeiten würden dann auch darin bestehen, dass wir die Möglichkeit haben, im Falle von Engpässen oder von Konflikten dann eben auf andere Ressourcen zurückgreifen zu können. Ich denke eher, die Abhängigkeit würde sich mindern, weil wir Alternativen haben. Angesichts der großen globalen Trends raus aus den fossilen, hinein in die sauberen und erneuerbaren Energien, wenn da die Wüsten sozusagen zu den globalen Hoflieferanten werden können, dann ist das für diese Länder eine starke Perspektive. Und das Desertec-Projekt ist die Lösung für die ökonomisch-sozialen Probleme in diesen Ländern. Auf der Jahreskonferenz der Desertec-Industrieinitiative überrascht ein Redner die Branche. Das Konzept, das der marokkanische Abgesandte vorstellt, ist das derzeit modernste weltweit. Seine Regierung plant bis zum Jahr 2020 Solarkraftwerke mit einer Gesamtleistung von 2000 Megawatt. Marokko ergreift die Initiative, während Europa noch zögert, Risiken und Nebenwirkungen abwägt. Im Augenblick ist es entscheidend, dass die Politik das Projekt weiter vorantreibt. Die Wirtschaft trägt ihren Teil bei
Aber die politischen Fragen kann sie nicht lösen, aber sie braucht umgekehrt einen sicheren politischen Rahmen, um ihre durchaus erheblichen Investitionen tätigen zu können. Ich denke, man muss gucken, was passiert mit den Menschen vor Ort. Profitieren sie auch? Nehmen sie an der Wertschöpfung teil? Verbessern sich die Lebensbedingungen vor Ort? Und das ist das Entscheidende. Darauf schaut auch die Desertec Foundation, dass die Bedingungen, zu denen das Ganze realisiert wird, so wird, dass vor allen Dingen vor Ort auch profitiert wird und dass eben kein einseitiges imperialistisches Spiel wird, sondern wirklich eins für Demokraten, wo Menschen auf beiden Seiten ihren Nutzen haben. Marokko verfügt nur über wenig Bodenschätze und hegt im Gegensatz zu Algerien und Libyen keine Atomambitionen. König Mohammed VI. Hat andere ehrgeizige Pläne entwickelt. Mit dem Strom aus der Wüste soll der Wohlstand im ganzen Land steigen. Das ist das Ziel des Monarchen. Die Energieministerin soll die Strategie umsetzen. Wir haben ambitionierte Projekte und haben eine klare Vision, die wir realisieren werden. Wir stellen die Arbeitskräfte, Maschinen und Geld zur Verfügung. Und nur unter diesen Bedingungen sind wir offen für unsere ausländischen Partner. Dieses Projekt hat höchste Priorität für unser Land. Vermutlich ist es diese volksnahe Haltung, die die nordafrikanische Monarchie zumindest bisher vor der Revolution bewahrt hat. Auch in Marokko fehlt es der Jugend an Perspektiven. Trotzdem flammten in Rabat nur Kurzproteste auf. Der König wies die Regierung an, die Forderungen des Volkes nach größerer Zukunftsfähigkeit ernst zu nehmen. Wenn sich die Kritik gegen die Regierung richtet und nicht gegen ihn als Person, dann hat er natürlich immer noch die Möglichkeit, durch eine Regierungsumwandlung oder einen Regierungswechsel die Lage zumindest vorläufig zu beruhigen. Das geht natürlich einer republikanischen Staatsform mit dem Präsidenten nicht. Insofern haben die da noch einige Vorteile. Hier am westlichen Rand des Atlasgebirges wäre ein idealer Standort für ein Solarkraftwerk. Die Sonne scheint in den Höhenlagen besonders stark. Die Auswirkungen bekommt auch die Familie Ambias zu spüren. Für die Nomaden vom Stamm der Eid Atta ist der Gebirgsausläufer die derzeitige Wahlheimat. Sie haben die Sandwüste verlassen, zu trocken war der Sommer, zu knapp die Nahrung für die Tiere. Alle müssen mit anpacken. Die 7-jährige Habiba ist heute zum Wasserholen eingeteilt. Ihre 18-jährige Schwester Sarah kümmert sich um das Vieh. Auch das braucht Wasser. Der Brunnen ist gut eine Stunde Fußmarsch vom Lager entfernt. Das Leben in der Wüste ist immer schwer. Wenn die Kälte kommt, ist es hart. Aber wenn die Sonne scheint, ist es auch nicht unbedingt besser. Sie wärmt zwar Mensch und Tier und der Boden taut auf, aber dann wird es auch schnell zu heiß. Dann wird das Wasser hier am Brunnen knapp. Von ihren Eltern haben die Mädchen gehört, dass es in Marokko bald genug Arbeit für alle Nomaden geben soll, wenn die Solarkraftwerke gebaut werden. Auch mehr Schulen sollen dann entstehen, ein Hoffnungsschimmer für Habiba. Ich würde gern zur Schule gehen und etwas lernen. Kannst du erklären, warum? Das Leben in der Wüste ist hart. Hier muss ich jeden Tag arbeiten. Der Klimawandel hat die Wüsten der Erde noch erbarmungsloser gemacht. Doch gerade die, die sich mit der Hitze und Einöde arrangieren, wie die Familie von Habiba und Sarah, werden vermutlich als Letzte von dem technologischen Fortschritt profitieren. In ihrem tagtäglichen Überlebenskampf bleibt für Veränderungen kein Raum. Die Geburt verlief unkompliziert. Das ist natürlich schön. Aber jetzt brauchen wir dringend frisches Futter.